Auf der internistischen Station kommt nun ein 34-jähriger Kindergärtner zu Assistenzarzt Li Fan. Nach einem unerklärlichen Sturz während eines Ausflugs haben seine Chefin und auch die Kinder auf einen Besuch in der Klinik bestanden. Hallo, was bringst du uns Hallöchen, mit? Nee. Zwei Kinder, was, ein hustender Mann. Ich muss den aus der Notaufnahme mitnehmen, weil die da unten tierisch viel zu tun haben. Ist ja. Herr Radke? Fahren Sie erst mal rein, bitte. Okay. Sie sind die? Und das sind seine Kinder? Ich bin in der, Kita-Tagesstätte, in der Herr Radke auch arbeitet. Frau Fichtel. Die Kinder von die Eltern von den Kids sind noch auf Arbeit. Die können die gleich abholen. Die kommen also sofort. Seid ihr nur eine nette Begleitung heute? Herr Radke kam aufgrund eines Sturzes unklarer Ursache mit einer einhergehenden Verletzung des Oberarms in die Notaufnahme. Dort wurde er behandelt und es wurde eine Tachykardie festgestellt. Das Herz schlägt zu schnell, sodass er hoch auf Station kam und wir es weiter untersucht haben. Können Sie mir erklären, wie Sie mit zwei Kindern und ihr jetzt hierher kommen? Sie haben... Wir waren spazieren, beziehungsweise wir waren mit den Kindern. Falsche Luft gehabt, keine Ahnung, wenig gegessen, hatte einen kurzen Blackout, lag am Boden. Und dann muss die Paula wohl einen Krankenwagen gerufen haben. Sind Sie erkältet? Haben Sie Grippe? Das, ja, aber das habe ich schon seit zwei, drei Wochen, dass das nicht schlimm ist. Kommt jetzt okay. Das ist, ich hatte einen kurzen Blackout. Ich denke mal, ich habe heute Morgen zu wenig gegessen, dann wurde mir einen kurzen Moment schwindelig und dann bin ich hingefallen, aber das... Hat uns mitgebracht, ne? Schlägt ihr das mal lieber? Ich bringe die Kinder mit, ne? Ja, klar. Kinder, wieder da. Danke, dass ihr mitgekommen seid. Wir sehen uns morgen im Kindergarten. Ich bin gleich zurück. Okay. Ja? Tschüss. Sag schön tschüss. Sag noch eben tschüss. Und dann gehen wir, ne? Tschüss. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Sind ganz eingeschüchtert. Ja, ist ja auch ein bisschen aufregend für die Kinder, ne? Dabei, ja, ja, dann haben sie einen Bezug genau. zu ihnen, das ist nicht so gut, ne? Haben sie das behandeln lassen, die Grippe, oder? Quatsch, nein, das ist doch nur ein bisschen Schnupfen, das ist doch nichts Schlimmes, das geht doch weg. Sie haben eine Herzfrequenz von 120, das ist viel zu hoch. Wie alt sind Sie? Ich bin 34. Vorerkrankungen, herzmäßig? Nein, alles gut, nichts gewesen bis jetzt, also wenn ich so kann. Medikamente? Nein. Ach so, da ist sie auch. Okay. Herr Doktor, ich habe da eine Wirklichkeit. Ich kann dir keine Werte sagen. Er soll sich zu Hause mal schonen. Seit drei Wochen schleppt er diesen Infekt mit sich herum. Paula. Schlecht. Ja, komm, spiel das mal nicht so runter. Ja, wichtiger ist, dass ich für dich und für die Kinder da bin. Du bist alleine mit den Kindern, das geht nicht. Ich bin dabei, jetzt eine Urlaubsvertretung zu besorgen. Ja, dabei. Es hat eine Kollegin gekündigt und das ging alles so kurzfristig. Ja, aber und, so kann er nicht arbeiten. Das habe ich ihm auch gesagt. Aber Sie sind der Doktor, ne? Aber Sie sind ganz schnell. Sie haben eine Erkältung gehabt, haben Sie nicht ernst genommen und Sie hören nicht auf Ihre Arbeitgeberin. Da würde ich von Grund auf sagen, dass Sie vielleicht falsch reagiert haben. Ja, sie ist vielleicht ein bisschen übervorsichtig, die Paula. Das finde ich ja auch ganz Wissen Sie was? Und toll. Aber also, wir machen mal einen Ultraschall. Und ich schaue mir das Herz an. So eine Erkältung kann sich auch mal auf den Herzmuskel aufschlagen, sodass der Herzmuskel dadurch entzündet wird und der auch seine Symptomatik hervorrufen kann. Das wäre fatal, weil da müssten Sie wirklich lange hier bleiben. Nein, das geht nicht. Können morgen da die Herzrhythmusstörung kommen? Ja, wenn das so ist, kann das auch dadurch kommen. Wir wissen aktuell noch nichts, aber wir schauen mal. Drehen Sie sich mal auf die linke Seite. Ja, aber morgen muss ich bitte wieder im Kindergarten sein. Ich verstehe Herrn Radke natürlich völlig, dass er für die Kinder da sein möchte und sich auch so stark in den Kindergarten involviert. Er fühlt sich so verantwortlich, dass er sofort wieder zur Arbeit möchte. Ich denke, er sollte aktuell aber an erster Stelle an sich selber denken. Das Herz wirft normal aus, Wand ist nicht verdickt, Klappenfunktion auch normgerecht. Also auf den ersten Blick hört sich das alles gut an für mich. Normgerecht heißt, es ist alles okay. Das deutet nicht auf eine Herzklappenveränderung hin, oder eine Abnormalität. Beweist aber noch nicht, ob es eine Entzündung im Herzmuskel gibt oder nicht. Also wir würden das Blutergebnis abwarten. Und ich möchte Sie auf jeden Fall hier behalten. Hier? Ja, Ihre Herzfrequenz ist bei 120. So hoch ist sie, wenn Sie joggen gehen. Es ist unsere Pflicht, dass wir Sie beobachten. Ja. Das heißt, jetzt heute bleibe ich hier, morgen kann ich wieder nach Hause. Wenn nichts passiert... Ich bin doch erst mal wieder gesund. Ich brauche dich fit. Ich verstehe Herrn Radke voll und ganz, dass er sofort wieder zurück in den Kindergarten möchte, sich um die Kinder kümmert. Heutzutage wird jeder Kindergärtner händeringend gebraucht und auch die Kinder brauchen ihn. Was für ihn jetzt aber gilt, ist, dass er sich am besten auskurieren sollte und ein paar Tage abwartet.
Dem Erzieher fällt es schwer, auf den Assistenzarzt zu hören. Seit er vor ein paar Wochen von seiner Freundin verlassen wurde, ist der Kindergarten sein ganzer Lebensinhalt. Aber sehr bald darauf soll dem 34-Jährigen sein Aufenthalt in der Klinik das Leben retten. Schwester, komm bitte schnell! Ich rufe Sie dann zurück, ja? Bitte, komm, ich brauche den Notfallwagen. Holst du? Was ist los, Herr Radke? Sprechen Sie mit mir. Ich helfe ihr mal kurz, dass wir die Sachen schneller kriegen. Tief ein- und ausatmen. Tief ein- und ausatmen. Sehr gut. Mal die Augen öffnen. Tief ein- und ausatmen. Ich brauche einmal Sauerstoff. Wie viel Liter? Sagen Sie, wo tut's weh? Gib mal genau die. 10 Liter. 10 Liter? Wo tut's weh? Hier? Li Pham hat den Verdacht, dass der Kindergärtner einen akuten Herzinfarkt hat, so wie jährlich über 200.000 Deutsche. Aber beim Abhören der Brust wird der Assistenzarzt auf etwas ganz anderes aufmerksam. Danke. Fühlt sich nicht ganz klar an mit der Lunge. Das ist alles rätselhaft. Wir brauchen ein Notfall-CT. Okay. Sofort. Ich melde sofort eins an. Ich schieb sie mit raus. Es dauert sowieso, bis wir da ankommen. Was bedeutet das? Wir müssen jetzt schnell handeln. Ich spreche später mit Ihnen. Ja, ist okay. Bei einer akuten Symptomatik unklarer Ursache macht man in der Regel ein CT für eine Fokussuche, die mir Aufschluss gibt, was für diesen akuten Zustand die Ursache war, sodass man dementsprechend schnell handeln kann. Unterdessen macht sich die Kindergartenleiterin große Sorgen um ihren Kollegen. Nach langjähriger Zusammenarbeit ist eine enge Freundschaft zwischen ihnen entstanden. Assistenzarzt Li Pham versucht, die Frau zu beruhigen. Aber dann bekommt er einen Anruf, der alles ändert. Ja. Verstehe. Ja, ich komme sofort. Und? Okay. Wir müssen ihn operieren. Was? Ja. Es ist eine Operation, die wir hier sehr oft durchführen. Aber er hat eine Raumforderung entwickelt im Brustkorbbereich, der wir sofort nachgehen müssen. Wir wissen noch nicht, ob es gut oder bösartig ist. Ich glaube, Sie sollten auch nicht zu viel interpretieren. Gut oder bösartig? Was heißt das denn? Hat er jetzt Krebs oder was? Er hat etwas, was da nicht hingehört. Und wir werden es im Rahmen der histologischen Untersuchung untersuchen. Wissen Sie, was wir jetzt machen? Genau, setz Sie mal ruhig hin. Der Doktor geht runter, wenn er ein Ergebnis hat, kommt er wieder rauf, erklärt Ihnen alles. Und bis dahin warten wir erstmal ab, bevor wir da jetzt das Schlimmste an die Wand malen. Ich werde dabei sein. Der Oberarzt hat gesagt, dass ich dabei sein kann. Und genau. Und wenn, sobald der Doktor was weiß, spricht er mit Ihnen. Wie lange wird das denn dauern? Wir gucken mal. Okay. Setzen Sie sich erstmal hin. Wir holen Ihnen jetzt mal ein Glas Wasser und dann schauen wir mal weiter. Ne? Die CT-Untersuchung vom Brustkorb und vom Bauchbereich zeigte keine inneren Verletzungen. Auch das Herz zeigte sich unauffällig. Jedoch konnten wir eine Raumforderung feststellen oberhalb des Herzens in der sogenannten Thymusdrüse. Die Thymusdrüse ist so groß geworden, dass sie sowohl auf die Luftwege als auch auf das Herz gedrückt hat und somit eine lebensbedrohliche Situation für ihn einbrachte. Ah, Herr Radke. Ja, wusste ich. Schön, hallo, dass Sie da sind. Die Kollegen haben Ihnen ja schon mitgeteilt, dass Sie eine Raumforderung hinter dem Brustbein haben, also hier, und es drückt auf das Herz. Deswegen haben Sie gerade keine Luft bekommen und die Herzproblematik, das ist der Grund dafür. Okay. Und wo ist die Paula, meine Begleitung, die dabei war? Paula ist oben, die weiß Bescheid. Sie darf aber nicht mit reinkommen, weil das hier die OP-Einleitung ist. Es ist ein akuter Zustand, Sie müssen sofort operiert werden, da wir nicht wissen, wie stark er auf das Herz drückt und das Herz sozusagen keinen Sauerstoff bekommt. Aber wie lange werde ich mir jetzt ausfallen? Wenn Sie mich jetzt operieren. Sie werden definitiv mindestens 10 Tage hier im Krankenhaus bleiben. Nein, nein, das geht nicht. 2-3 Tage würde ich mich ja noch drauf einlassen, aber die Paula braucht mich auf der Arbeit. Wissen Sie, wir tun gerade alles darum, dass wir Ihr Leben retten. Und wenn wir uns um Sie kümmern, dann können Sie die restlichen Jahre sich um die Kinder kümmern. Aber aktuell müssen Sie wirklich an sich selber denken. Wir sind bei Ihnen und auch Paula, die wartet oben. Sie wissen gar nicht, wie viel Sorgen sie sich macht. Ich werde bei der OP dabei sein, aber wir sehen uns, wenn Sie wieder aufwachen. Der Anästhesist wird gleich kommen, wird in die Einleitung mit Ihnen durchführen und dann sehen wir uns. Okay, danke schön. Alles Gute, ich bin bei Ihnen, ja? Danke schön. Okay. Die Raumforderung von Herrn Radke befand sich direkt am Standort der Thymusdrüse, also oberhalb des Herzens in der Nähe vom Brustbein. Seine Raumforderung war ca. 5 cm groß, viel zu groß und drückte auf das Herz, sodass wir einen Brustbeinschnitt gemacht haben und die Thymusdrüse im Ganzen entfernen. Außerdem besteht die Gefahr eines bösartigen Tumors. Dass der Erzieher in dieser kritischen Situation nur an seine Arbeit denkt, wundert auch Li Pham. Den wirklichen Grund dafür wird der Assistenzarzt erst später nach erfolgreicher OP erfahren.
Der Patient hütet nämlich ein Geheimnis, das ihm sehr peinlich ist. Wie sieht's aus? Vielen Dank, um einiges besser. Der Druck ist weg, ich kann besser atmen wieder. Ja, der vielen, Druck von der... Vielen Dank. Ich habe nichts gemacht. Ach so, dann doch nicht, Dankeschön. Ich habe sie nur in das CT geschickt. Aber sie werden noch diesen leichten Druck spüren. Sie mussten das Brustbein aufmachen. Mhm. Sie haben da Klammern drauf. Und da werden auch Narben bleiben für den Rest ihres Lebens. Das ist aber das niedrigere Übel. Okay, und wann komme ich jetzt wieder nach Hause? Die Powder braucht mich. Ja, ein paar Tage wird keine Sorgen. Wird erstmal wieder richtig gesund. Ich habe jetzt bin auch wieder gesund. Vertretung. Ich wurde doch jetzt operiert. Das ist doch alles gut, Herr Doktor. Ja, jetzt müssen Sie aber noch genesen und dann. Aber Ihre Kollegin hatte uns eben schon berichtet, dass Sie jetzt erstmal jemanden gefunden haben. Genau, ne? Wir haben jetzt jemanden erstmal gefunden, solange bis du wieder gesund bist. Und dann wollen wir dich aber auch wieder haben, okay? Also brauchst du mich noch? Natürlich. Ihr seid doch meine Ersatzfamilie, ich brauche euch doch. Bist doch unser bester Erzieher bei uns. Ihr seid wunderbar. Ich übernehme mal den medizinischen Part, denn es interessiert Sie sicher, was Sie gehabt haben. Sie haben einen Fettkörper auf Höhe des Brustbeins, den hat jeder Mensch. Der ist für die Immunabwehr zuständig. Mhm. Was bei Ihnen der Fall ist, ist, dass es in diesem Thymus, heißt das Organ, dass es da zu einer Entartung gekommen ist, die gutartig war in Ihrem Fall. Ist das in diesem Fettkörper drin jetzt? Genau, der ist dadurch viel zu groß geworden und es drückt natürlich auf das Herz. Und damit erklären wir die Symptomatik, dass Sie auf einmal diesen Schockzustand erlitten haben. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Wir wissen aber, dass wir ihn jetzt entfernt haben. Wir haben sozusagen das Primärrisiko entfernt. Wir müssen sie aber eng an unsere Klinik anbinden, an unsere Spezialisten, sodass wir zahlreiche Folgeerkrankungen, die möglicherweise damit einhergehen können, dass wir die abklären. Sie werden ihre Arbeit wieder nachgehen können, aber sie werden für die nächsten Wochen ausfallen. Das kann ich Ihnen versprechen. Selbst wenn Sie die beste Heilung durchgehen, dann müssen Sie sich schonen. Wenn sie sich wieder anstrengt, dann kann es dazu führen, dass es zu einer Verschlechterung kommt und das wollen wir auf keinen Fall. Die OP von Herrn Rathke ist vergleichbar mit einer Herz-OP am offenen Thorax, also am Brustkorb. Und wir mussten den Brustkorb wieder schließen und der muss verheilen. Also wir haben einen Schnitt hier vorne. Das wird Wochen dauern, bis er wieder Sport treiben kann, bis er sich sogar belasten kann. Ich gehe aber davon aus, dass er nach 6 Monaten wieder leicht belasten kann und nach einem Jahr auch wieder komplett mit den Kindern spielen kann. Ich glaube, ich werde dir gleich noch was sagen müssen. Was ist los? Was Schlimmes? Ja, es gibt da halt einen Punkt, den ich dir noch nicht gesagt habe. Du weißt ja, dass ich leider verlassen worden mit meiner Ex-Freundin. Das weißt du ja mittlerweile. Aber den wahren Grund habe ich ihr leider noch nicht gesagt. Was ist denn Wir los? Wollten ja unbedingt auch selber Kinder haben. Aber es hat irgendwie nie wirklich funktioniert. Und dann... Ja, habe ich mich mal testen lassen. Leider kann ich keine Kinder kriegen. Das ist der Grund, warum so eine Angst haben? Das ist mir extrem peinlich und ich wollte dich damit nicht belasten. Das braucht ja doch nicht peinlich sein. Und ich meine, wir können über alles reden. Das weiß ich. Ich denke, Sie haben noch Gesprächsbedarf. Ich lasse Sie mal alleine und komme später noch mal zurück. Ich wünsche Ihnen erstmal gute Besserung. Und vielen, 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 vielen lieben Dank, Herr Doktor. Paula. Vielen Dank, Herr Doktor. Ja, seien Sie für ihn da. Alles Auf Gute, jeden ja? Auf jeden Fall. Mhm. Danke, Herr Doktor. Ich komme gleich nach, ne? Ja. Wenn man erfährt, dass man unfruchtbar ist, ist das für den Moment natürlich eine horrende Diagnose, die das ganze Leben verändern wird. Wichtig ist auf ärztlicher Seite, dass wir auf der einen Seite informieren, dass es ganz viele andere Möglichkeiten gibt, noch Kinder zu bekommen. Und auf der anderen Seite, dass die Patienten psychosozial angebunden werden und sich selber besser kennenlernen und lernen, damit umzugehen. Der 34-Jährige konnte die Klinik nach 10 Tagen verlassen. Nach einem halben Jahr konnte er seine Arbeit als Erzieher langsam wieder aufnehmen. Eine Therapie half ihm zudem, seine Unfruchtbarkeit zu verarbeiten. Mit seiner neuen Partnerin will er einen alternativen Weg zu Vaterfreuden gehen.